Hallo meine Freunde, Zaugle hier mit Pokémon und ich habe seit dem letzten Mal ein ganz klein bisschen trainiert. Und ich habe Suicune auch hochtrainiert. Und jetzt, Moment, Formation kurz zu ändern, gehen wir an den letzten der Bosse dran und danach kommen wir, naja, ganz ehrlich gesagt, danach machen wir erstmal einen kurzen Abstecher. Erstmal möchte ich den letzten Boss machen. Und danach gibt es einen ganz kurzen Abstecher woanders hin und ich gucke mal, ob meine Tonaufnahme jetzt... Ja, meine Tonaufnahme läuft. Ja, beim letzten Mal, beim letzten Aufnehmen, ist meine Tonaufnahme mittendrin einfach mal abgebrochen. Es hat aufgehört. Mein PC hat irgendwas gemacht und ja, hat dann mein... Weil ich ja über meine Wii direkt aufnehme, muss ich mein Gespräch extra aufnehmen und dadurch habe ich, muss ich halt mit Nummer 23 meine Dinges extra, meine Stimme extra aufnehmen. So. Und dieses, der hat mittendrin gestoppt, aus welchem Grund auch immer. Und ich hatte keine Lust, 40 Minuten neu zu vertonen. Also waren die leider ohne Kommentar. Aber jetzt wieder mit Kommentar, ich laber wieder totalen Scheiß. Und diesmal hast du keine Chance. Weil jetzt habe ich Suicune und meine Pokémon sind Level 45. Und jetzt bist du am Arsch. Okay, wir fangen an mit einem kleinen, mit einer Rückkehrattacke auf Fostelka und mit einem kleinen Surfer. Schutzschild. Ich hasse dich. Na. Schütz dich selbst. Was für eine Überraschung. Surfer. Yeah. Ah, und ist das schön heute. Heute haben wir den 17. September. Ich habe Geburtstag. Funk Royal hat Geburtstag. Ist das geil. Und ich habe heute Zeit. Schön viel Zeit. Ah, ich werde aber nicht alles mit Let's Play verbringen. Ich werde halt nur Pokémon ausnehmen. So eine Stunde ungefähr. Vielleicht auch anderthalb Stunden. Wer weiß das schon, wer weiß das. Ah, ist das ein schöner Tag heute. Und wer Funk Royal nicht kennt, der hat was verpasst. Also wenn ihr Let's Plays mögt, abonniert Funk Royal und The Miro und alle, die ich abonniert habe, bis auf Yuka. Die macht irgendwie nichts mehr. Oh, Leputas ist schon mal weg. Lepumentas, nicht Leputas. Ah, und ist das schön, ein schöner Tag, ein schöner Tag, ein schöner Tag. Juhu! Und Libeldra, du bist so tot. Du bist so tot. Vorausgesetzt, ja, nicht ganz so schlimm. Wenn er stirbt, wenn mein Psyana stirbt, ist nicht ganz so schlimm, auch wenn ich damit jetzt auch auf Libeldra draufhauen will. Aber Aurora Strahl, Psystrahl, wie zieht das jetzt eigentlich ab mit dem Krummlöffel und mit der übermäßigen, boah, what the fuck. Das zieht ganz gut ab. Flammenwurf. Ja, Psyana ist, würde ich mal sagen, tot, weil die KI ist doch so intelligent, dass sie nicht Dingens angreift. So. Erst ein Pokémon verloren, das ist noch Fostelka. Fostelka, Fostelka, bist du dran, so. Ich hoffe, ich kriege jetzt endlich Entei. Ja, klar kriege ich Entei, ich benutze den Glitch. Ganz einfach, und nimm mal. Ja. So, das war's. Der hat mir ja letztes Mal so Probleme gemacht, das war ja unglaublich. Gut, viel gekriegt, yay. Und Velsar. Toll. Erdbeben. Nicht gut, gar nicht gut. Wow, das war knapp. Das war gut. Okay, da war klar, dass es nicht so viel abzieht. Okay, ein Donnerblitz gegen Frostelka, ein Aurora, nee. Surfer? Was ist stärker, Surfer oder Aurora-Stahl? Ich mach mal einen Surfer. Schutzschild. Nee, ich schütze mich selbst. Boah, ich mag diese Attacke nicht. Schutzschild und Scanner, das sind... Ah, Attacken. So ein Scheiß. Ah, so ein Erdbeben. Toll, super, am Faust ist tot. Und was habe ich gerade gefragt, was ich so komisch abführen? Ich habe hier einen Lolli, einen Chupa Chups. Ich liebe Lollis.
Ich liebe Lattes über alles. Meganie. Da habe ich nämlich heute auch 100 Stück so Lollis gekriegt. Total geil. Na, machen wir mal Rohrstrahl. Du Arsch. Ich mag das nicht, wenn die Hypertränke haben. Und boom. Nicht gut. Ja. So, ja. Das ist alles hier ziemlich langweilig eigentlich, weil wir den ganzen Kampf ja schon mal gesehen haben, bloß da habe ich hoffnungslos verloren. Okay. Das ist jetzt irgendwie unsinnig, weil meine Pokémon sind dagegen ziemlich immun. Naja, Suicune ist fast tot. Level 46. Boah, 3 plus Init. Geile Werte einfach nur. Entei. Ja, lame. Kriege ich. Nein, das ist ein Krypto-Pokémon Cosma. Hätte ich ja gar nicht erwartet. Naja, egal. Item. Meisterball. Benutzen. Oh, ich verschwende meinen Meisterball an ihn. Oh. Oh mein Gott, was tue ich da? Oh Gott, das war ja jetzt kein Cheating. Ne, an sich ist es kein Cheating. Es ist ein Bug im Spiel halt. Kalbeil, yay. Dann brauche ich jetzt auch nicht mehr mein Mainz zu bringen. So, Mainz. Das mache ich trotzdem. Mainz. Yeah, the Monster Ball. Juhu, Ente wurde auf PC übertragen. Das hole ich mir gleich. Ja? Ne, eigentlich nicht. Mein Team ist eigentlich so ganz gut. Yay. Frostdecker ist besiegt. Das war's. So. Und was war daran jetzt schwer? Okay, jetzt haben wir eine Pokémon, 10 Level zum Teil Unterschied, ey. Nur, wie konnte er ausgerechnet diese Winzling besiegen? Ja, das ist nicht mein Problem. Ich hab's gar nicht drauf geachtet, wie viel Geld ich gekriegt habe. Egal. Bis jetzt habe ich kein ganzes Leben nur gegen Jagdkirm verloren. Und gerade eben gegen dich. Du hast schon mal gegen uns verloren. Unsinnig. Gut, nimm das hier und das. So, jetzt haben wir alle ID-Cards. Gut. Nicht so schlimm. So. Ja, ab. Ah, ich bin irgendwie gut drauf. Komm, geh da durch. Da. Und jetzt. Oh, wer kann sich daran erinnern, wo habe ich das allererste Mal verloren, wer alle meine Let's Plays verkauft, also die ganzen Folgen bis jetzt verfolgt hat. Von Anfang an, wer weiß, wo ich hin will. Ich will Revanche. Diesmal metzel ich den sowas von ab. Weil solche Kämpfe, ja, die nehme ich nicht offscreen auf. Die möchte ich hier schön mit euch zusammen und ich sollte vor dem Pokémon Center vorbeischauen. Also, links. Oh, schöne Musik. Und wieder Standard Pokémon Center Musik. Oh, langweilig. Die soll ich mal eine neue ausdenken. Vor allem, dass dann die Musik stoppt. Nur um das zu hören. Ja, danke, dein Pokémon ist jetzt topfit. Aber ist halt wieder vorbei. Soll ich mir Entei holen? Soll ich mir Entei nicht holen? Den soll ich dann rausnehmen. Morlord Ren. Du bist jetzt immer mit Entei gespielt. Apropos, ich habe ja am Duellberg getrennt, habe ich das geholt. Wollte ich noch was nachgucken. Ja, Flammenwurf habe ich mir geholt. Benutzen. Entei Flammenwurf. Flammenwurf beim Pokémon Ballring. Ja, kann ich das dann lernen? Nein. Mist. Egal. Ich möchte ihn besiegen. Ich töte dich. So, den habe ich vorne. Dich. Du kannst mal wieder nach hinten gehen.
im Voraus mal vor. So, und du bist tot. Bist gleich zu messen? Ja. Einverstanden, stell dich in die Mitte, wo sie dorthin. Jo, und wir sehen nicht, wie du aufstehst. Komm, ja, komm, ja, da, da, da. Lolo, ich will mich hier hinstellen. Ich will hier stehen. Ich will hier stehen. Ich will hier stehen. Ich will immer noch hier stehen. Mann, oh, ich will da stehen. Ich kann nur da stehen. Langweilig. So, ich stehe gerne, was ist denn vor dir? Hey. Okay, Primulator Primus. Weil, das ist so uneinfallsreich. Okay. Yay. Oh, der ist tot. Der hat keine Chance. Würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Erstmal ein Psychstrahl gegen dich, ein Donnerblitz gegen dich und dann sind beide tot. Oh. Level up und zwei auf Enid und boah, das ist so geil wie die Spezialangriffe von Enid. Boah, das ist eklig. Es ist so eklig bei dem Vieh. Skogler, Skogler. Okay, Skogler. Tot. Okay. Der letzte Kampf ging über zwei Videos. Ich glaube, der nicht. Jetzt ist aber mies. Dann machen wir so Psychstrahl und Donnerwitz direkt hinterher. Lass das Neue was kommen, weil die beiden sind beide Boden. Da bringt mir am Voraus wenig. Bitte sei tot. Nein. Schandsturm. Fuck it. War schön für dich. Ja. Hä? Okay. Habe ich viel Schaden genommen. Konfusion. Donnerblitz. Ah, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, das läuft, das läuft. Und wer sich dafür interessiert, wie eigentlich im Moment mein Kanal jetzt läuft, ich werde mich wahrscheinlich jetzt erstmal nur auf Pokémon konzentrieren und Final Fantasy zwischendurch mal spielen. Und Mega Man, bis Pokémon zu Ende ist, wahrscheinlich ganz, ganz selten vielleicht mal morgen oder übermorgen ein bisschen spielen. Also, bitte nicht meckern, aber ich habe im Moment wirklich nicht wirklich viel Zeit. Vor allem die nächste Woche, nächstes Wochenende, also jetzt. Am 25. und 26. habe ich fast gar keine Zeit. Da kann ich nur, sagen wir mal in Anführungsstrichen, schon aufgenommene Sachen, ja, was heißt in Anführungsstrichen, da kann ich halt nur schon aufgenommene Sachen hochladen. Wenn ich da nichts mehr habe, habe ich halt nichts mehr. Wuhu. Und tschüss. Oh, ist das geil. Das nerd. Hey. Und du bist auch schon fast tot. Paralysiert, jawohl. Doppelteam. Ich hasse diese Attacke, ganz ehrlich, ich hasse sie. Doppelteam ist eine der schlimmsten Attacken in dem Spiel, wenn sie zu oft kommen. Also jetzt hier, ich habe jetzt nur im Pokémon Colosseum die Erfahrung gemacht. Wenn du so Gegner hast, die nur Doppelteam einsetzen, du triffst nichts mehr. In anderen hast du wenigstens so eine halbe Chance, was zu treffen. Soll ich jetzt einfach vom Sandsturm her verrecken lassen? Werde ich jetzt wundern? Ja, Donnerblitz wirkt bei Naskinet. Naskinet ist ein reines Gesteintyp. Nur Bodentypen sind absolut immun gegen Elektroattacken, wenn sich wer wundert. Elektroattacken funktionieren gegen Gestein sogar eigentlich relativ gut. Okay. Du bist paralysiert. Schön. Sandsturm tot. Way.